Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Wir haben letzte Folge die ganzen Ressourcen für die Luftschiffe ranbekommen. Heißt, wir können jetzt hier unsere Luftschiffe bauen. Da habe ich dann aber feststellen müssen, dass die beim Bauen sehr, sehr viele Obreros brauchen. So irgendwie um die über 400 oder so. Ja, schon alleine die Dampfschiffwerft braucht ja 200 und das Ding ist ja noch mal ein Stück größer. Ja. Und wir haben letzte Folge einen ziemlichen Bilanzboost bekommen, wie ihr seht. Ich habe ein Bankhaus gebaut. Das hat dann meine Bilanz auf ja, plus 4000 hochgeprügelt. Ich bin auch gerade bei plus 3000, aber durch Zeitung. Ja. So, mein weiterer Plan sieht jetzt folgendermaßen aus. Einmal habe ich ja in letzter Folge auch noch ein Schiff losgeschickt, was wir Dampfmaschinen und Stahlträger in die neue Welt bringt. Weil mein Plan sieht jetzt erstmal folgendermaßen aus: ein Düngerwerk zu bauen, dass das aus den Tierhöfen, Willst du die uns zuschauen? Alpaka-Farmen und alles hier Dünger produziert wird, dass ich dann für die Felder benutzen kann, dass die Produktivität dort verdoppelt wird, dass ich hier nur noch die Hälfte der Felder brauche. Ja. Weil ich brauche halt, wie anfangs erwähnt, sehr, sehr viele Obreros. Heißt, dementsprechend brauche ich halt mehr Bauplatz. Möchtest du eine seltene Embesa-Schatzkarte? Also blau. Typ-Artefakte. Bist du gerade wo hast denn die jetzt? Welches Thema? Bei Ikitema. Ich nehme eigentlich erstmal für die alte Welt, sage ich jetzt mal, die Dann Karten. würde ich es halt wegwechseln. Ja, Ein neuer dann Auftrag? wechsel ruhig. Siehst du, ich könnte mir ja noch mal ein paar neue Schatzkarten kaufen. Was haben wir denn hier? Also, wie gesagt, ich nehme erstmal alte Welt. Klar, hier ist jetzt gerade eine legendäre Karte für die neue Welt. Aber ich nehme erstmal die alte Welt. Also, ich werde mir auf jeden Fall später noch für die ganzen anderen Regionen das holen, aber ich nehme erstmal Ja. alte Welt. Ich müsste eigentlich auch mal zum alten Nate ins Cap Trelawney. Ja. Aber irgendwie bin ich momentan mit anderen Sachen noch ein bisschen beschäftigt. Und ich werde auch jetzt hier nicht die seltenen nehmen, sondern ich nehme, wenn, dann eher episch oder halt legendär. Ja. Man kommt eh irgendwann nicht mehr hinterher mit allem Aufsammeln. Jetzt wird mir gerade die neue Welt aufgezwungen. Ich krieg gerade hier nur Karten von der neuen Welt. Ne. Sag mal. Ah, hier ist eine. Oh, das. 100.000. Ich habe 100.000 und 500. Das wird mich jetzt ziemlich runterreißen. Neue Befehle? So, in die alte Welt. Na, endlich. Was hast du denn? Schiff vom Stapel gelaufen. Oh. Eigentlich müsste ich das Schiff schon so benannt Flaggschiff lassen. steht zu Ave Diensten. Maria. Jo, mein Flaggschiff hat gerade den übelsten Quickstart hingelegt, weil es im Wind losgefahren ist. So, für das Schiff werde ich jetzt einen Haufen Geld Segel! ausgeben müssen. Ich gehe erstmal wieder Pelzmäntel verkaufen. Auf die alte Dame, ich verlass. Wie sieht's denn mit Hochrädern aus? Okay, da habe ich noch kein volles Lager. Nein, da warte ich mal lieber noch mit Hochrädern. Na, ich schicke erstmal meinen Dampffrachter wieder, die Nebukadnezar, mein Urhandelsschiff, wieder nach Envesa. Wo ist denn das? Fährt gerade los bei Archibald.
Ah ja. Dein Dampffrachter. Ja. Hast du wieder Taschenuhren gekauft? Ja. Da kriegst du doch jetzt noch mehr, weil du ja einen Dampffrachter hast. Ja. Sind rund 4 Millionen mit jeder Lieferung. Die ich dann einnehme, wenn ich sie verkauft habe. Aber ich zahle dafür aber auch ein gutes Stück. Ja. Selbst produziert wäre natürlich besser. Das ist immer besser, ja. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Wenn man dann sowas hat wie, keine Ahnung, in der Brillenfabrik, du erhöhst die Produktivität um 25% und stellst ab und zu mal eine Taschenuhr her. Wenn du so eine Ladung dann verkaufst, ist das halt nochmal ein zusätzlicher Schub. Ja, vor allem, weil du halt kein Geld ausgeben musst. Ja. Ja, mein Schiff mit den Dampfmaschinen braucht noch ein kleines bisschen aus, ist fast da. So, dann kann ich ja schon mal gucken. Ja, euch fehlen ja die Waren. Ja, ihr habt noch keine Schokolade und noch sowas nicht. Und mir fehlt der Nöhlhafen. Kann ich ja schon mal gucken. Also ich habe hier zwei Alpaka-Farmen. Und hier habe ich dann die zwei Rindfleisch-Farmen. Das Lager ist voll. Ja, dann habe ich schon mal 4. Das ist halt die Frage, wie viel kann ich da reinballern bei so einem Düngerwerk? Also wie viel braucht das, um optimal zu laufen? Ja. Werde ich dann wohl ausprobieren müssen. Atole, ist das Lager voll? Das ist gut, dass das Lager voll ist. Ich werde dann zum Beispiel, kann ja auch schon mal gucken, welche Farm ich dann wegreiße. Das werden auf jeden Fall, entweder ich denke mal die hier sein. Ich muss dann bloß gucken, so ein Düngerwerk produziert ja glaube ich alle 30 Sekunden. Ja, alle 30 Sekunden. Heißt, ich habe, kann 10 Düngersilos bewirtschaften. Heißt, ich kann 10 Farmen damit ausstatten. Das dürfte auf jeden Fall einiges an Platz einbringen. Ich werde, wie gesagt, erstmal die Hacienda-Teile benutzen. Also die Hacienda-Farm. Den Rest, das mache ich dann alles später irgendwann mal. Weil ich jetzt erstmal die Hacienda halt Platz, also von den Bewohnern her bringt die halt gespannt, einfach was mehr. Die Zukunft alles bringen wird. Weil ja. In so einem Hacienda Obrero-Haus gehen, ihr passen Schiff 100 Leute rein. Überfahrt in so ein normales passen nur 50. Und ich Leinen los. Hab gerade mitbekommen, mein Schiff ist da mit den Dampfmaschinen und dem Stahl. Heißt, ich kann jetzt schon einmal das hier. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Das habe ich gesehen. Da ist gerade ein Feuer voll, ist ausgebrochen. Da ist voll eine Schnapsbrennerei in der Luft geflogen. So, da kommt auch schon die Feuerwehr. Wir mobilisieren natürlich. Gut, wo baut man denn so ein Düngerwerk mal hin? Weil ich weiß ja, es muss ja nicht im Bereich der Hacienda sein. Ich sehe auch gerade, du kannst in deiner Speicherstadt zwischen allen Speicherstätten hin und her schalten. Oh. Kannst du entweder mit dem Pfeiltasten links und rechts oder oben in der Mitte kannst du auch durchschalten. Da siehst du auch, wie lange das dauert, bis dort wieder ein Schiff vorbeikommt. Oh. Da einfach so ist das da im Bereich und dann brauche ich noch das andere Ding. Oh,
Und dann sind die alle im Bereich drin. So, Dünger war ja, glaube ich, was, was ins Lager geht. Das Lagerhaus. Dünger. Zumindest glaube ich das. Ja, hier. Dünger. Mist und Dünger. Und dann brauche ich das schon mal. Kessel unter Dampf. Ah, okay, nee, es muss in dem Bereich gebaut sein. Okay, gut. Das ändert das Ganze natürlich. So, wo baut man das dann? Die Flammen wurden gelöscht. Zählt das hier noch? Ja, das zählt noch hier. Dann komme ich jetzt hier so Straße rum. Und dann ziehe ich jetzt einfach mal die ganzen Tierhöfe nach hier unten. Ja, produziert Mist. Ein Drittel Mist. Also es müssen mindestens drei Tierhöfe sein. Ja. Kann ich hier noch? Wir müssen das Land erst vorbereiten. Die fährt jetzt hier wieder. Okay, vielleicht ist es hier unten ein bisschen ungünstig. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Erstmal wieder hier Tierfelder bauen. So, ich schicke nun meine neueste Errungenschaft in die neue Welt. Oh. Zur Piratenjagd. Wenn La Familia glücklich ist, bin ich es auch. Sag mal. Jetzt kann ich. Er will es gerade nicht verschieben. Ne. Dann nehme ich noch eine Alpaka-Form mit hier runter, dann habe ich das. Dann muss ich hier neue Felder setzen. Ich habe einen feierlichen Skin zur Feier von 2 Millionen Spielern. Ein prächtiger Schiffsskin zur Feier von inzwischen über 2 Millionen Anno 1800 Spielern. Oh. Das sieht auch gar nicht mal übel aus. Und wo hast du den Skin? Schlachtkreuzer. Wo hast du denn den? Der fährt gerade aus der Welt raus.
Ich sag dir, wenn er angekommen ist. Ah, eine Güterklasse aufgestiegen. Sehr gut. Mein Stahlbeton ist jetzt wertvoller. Packe ich mal das Lagerhaus dorthin, dann ist der Weg nicht so weit. Doch hier passiert ja jetzt noch nichts, weil erstmal der Mist produziert werden muss. Was ich aber schon mal machen kann, ist zum Beispiel hier. Außerdem, weil du es wissen wolltest, eine Frachtschifflieferung bringt mir wirklich knapp 4 Millionen. Naja. Jetzt müsste ja eigentlich hier langsam der Mist mal rankommen. Es wird auf jeden Fall schon mal beladen, das ist gut. Erst da kommt jetzt der Mist. Ja, das kann ich ja wieder aufbauen hier. So. So, das Ding habe ich jetzt ein Düngerwerk gegeben. Also ein Düngersilo, das heißt, ich kann das Ding hier theoretisch dann wegreißen. Macht das jetzt hier? Ja, es produziert auf jeden Fall. Gut, dann kann das hier weg. Wenn dann da der Mist dann mal kommt. Ja. Mist müsst ihr jetzt genau ist im Lager. Und dann müsste der sich da dann das Zeug holen. Dann baue ich hier noch so ein Ding hin. Das müsste von dem Ding hier. Und dann kann das Ding hier unten weg. Was kann ich für dich tun? Den einzigen Vorteil, den Segelschiffe gegenüber Dampfschiffen haben, ist ihre Geschwindigkeit. Der Rückenwind. Ja. Da kommt nichts ran. Aber die Dampfschiffe sind halt besser gepanzert und so. Ja klar, die sind in allen anderen Punkten besser. Die haben keine Empfindlichkeit gegenüber Wind, haben mehr HP, sind besser gepanzert, können mehr Schaden austeilen. Dafür kann die halt so ein Segelschiff einfach mal wegfahren. Ja. Natürlich auch nur bis zum Kartenrand, dann muss es irgendwann umdrehen. Holt ihr euch jetzt hier auch den Mist? Oder zumindest den Dünger? Wo habe ich ihn hier? Auf die Fregatte! Dünger ist im Lager. Na gut, die Produktion muss erstmal anlaufen. Ah gut, da kommt. Nee. Der fährt gerade welches zu holen. Und der hier holt sich. Na gut, die machen das schon irgendwie. Zur Not muss ich noch ein Düngerwerk bauen.
zur absoluten Not. Jetzt muss ich... Jetzt gucke ich mal hier... So, bei den Kartoffeldingern, da habe ich ja... Wie viele habe ich denn da hier? Das sind ja bloß die drei. Dann gebe ich dem einen so ein Silo. Dann kommt das hier oben dann weg. Dann werde ich das Lagerhaus hier mal nach unten verschieben. Feindliches Ziel erfasst. Außerdem, Fabi, die Ave Maria ist jetzt mit hier. Da. Ui, sieht aber festmäßig aus. Ja, es gibt aber noch mehr Skins. Es gibt dann noch diesen Club Kommando Skin. Mhm. Halt den ganz normalen Standard Skin. Und welchen ich auch cool finde. Ah, der 2070 Skin. Ja, der sieht auch irgendwie cool aus. Sieht halt dicker gepanzert aus. Ja. Ja, und die lasse ich auch jetzt gleich mal hier auf was ansetzen. Das Schöne ist, die hat einen verstellbaren Propeller für mehr Bewegungsgeschwindigkeit und weniger Verlangsamung. Und halt noch ein gutes Fernglas, mehr als 5% mehr Reichweite. Ja. Warte mal, ich kann das doch... Eine Salve Schiff halb weg. Mache ich das doch hier... Dann kann ich nämlich, haha, kann ich hier dann doch die Ölfelder anzapfen. Das sah gerade so lächerlich aus. Das Kanonenboot schießt, hat 2 Schaden gemacht oder so. Nee. Noch ein bisschen mehr. Bei den Monitoren liegt was zum Aufsammeln. Ja. Auf jeden Fall. Das Kanonenboot schießt jetzt 2-mal an, mal an die Front und einmal ans Heck. Von meiner Ave Maria, die schießt einmal zurück, ist das Ding einfach weg. Oh. Mit den 6 dicken Hauptkanonen. Und was hast du gekriegt? Beim Schlachtkreuzer 31 Tonnen rum. Oh ja. Nee, 35 sogar. Oh, da gab es einen Waffenschmied. Schaden an Dampfschiffen plus 10%. Oh. Der schießt! Da ist ein Linienschiff. Da ist ein Linienschiff, Feuer. Linienschiffe machen trotzdem noch gut Damage. Ja. So, ich habe jetzt... Ich habe jetzt... 3 Dünger... Silos gebaut. Dann kann ich mal... Ich meine, ich kann das ja später dann auch noch umsetzen, wobei hier, das kann ich ja hier nach oben ziehen, wenn die Traktoren, das heißt, das hier unten werde ich mal wegmachen. Es wird gerade ein bisschen enger hier. Dann kommen die 2 hier, heißt, die hier kommen weg. Das nenne ich mal eine klasse Sache. Oh, das eine Güteklasse ist bei mir hochgegangen. Ja, bei mir ist Stahlbeton jetzt auch eine Stufe hoch. Was ist denn bei mir jetzt hochgegangen? Oh, Segel, was sonst? Nee, Baumwollstoff. Ach so. Da kriege ich jetzt mehr Zeug, also mehr Pelzmäntel, ich glaube doppelt so viel. Vorher hatte ich nur 3, jetzt kriege ich 6. Aber Segel steigen bei mir bald auch wieder auf. Ja. Das Problem ist halt, je wertvoller die Ware, umso länger dauert es, dass er auch aufsteigt, weil du musst ja eine gewisse Menge davon handeln.
Heißt, wenn du, sag ich mal, Bretter importierst, machst du zum Beispiel mit Stahlbeton, kriegst du 100 Bretter ran. Wenn du es jetzt aber andersrum machst, würdest du halt 100 Bretter pro Stahlbeton benutzen, wodurch es natürlich wesentlich schneller aufsteigt. Ja. Ja. Bereit für den Einsatz. So, wie sieht's denn bei Brillen aus? Ja, das könnte auch mal wieder ein bisschen was mehr werden. Warte mal, Glas. Ich hatte ja die Fensterfabrik. Unter Beschuss. Da hatte ich ja hier den Typi hier, den Glasmacher. Na, wie sieht's denn bei Glas aus? Geht runter. Wofür brauchte ich... Ah ja, für die Glühbirnen brauchte ich ja Glas. Schiff vom Stapel gelaufen. Noch eins. Ja. Das ist die Medusa, die wird umbenannt. Weil Fabio und ich haben uns angewöhnt, unsere Schiffe nach echten Schiffen zu benennen. Ja. Wo hast du deine Dampfschiffe? Selbst das größte Kunstwerk kann nicht mehr sein als ein Abglanz seines Ebenbildes. Da oben. Da ist halt alles, was ich brauche für Dampfschiffe. Dynamitfabrik, Geschützfabrik. Machst du denn auch schon Dampfmaschinen? Nein. Deswegen wollte ich halt 40 Stück von dir haben, damit ich die beiden Schiffe bauen kann. Einmal meine Warspite, die ich jetzt in die neue Welt schicke. Und dann halt meine Ave Maria, die ich jetzt noch umbenennen werde. Wir können ja immer tauschen. Du kriegst Dampfmaschinen, ich krieg schwere Geschütze. Immer gerne. Ich werde niemals seekrank. So, dann machen wir mal wieder eine Schatzsuche. Das könnte die hier sein. Eventuell. Ah ja. Sind unterwegs. Da ist die Stelle zum Tauchen. Brief eines Kindes. Bitte Papa, komm heil und gesund nach Hause. Kaum sage ich das, schießt das Schlachtschiff. Anscheinend kommt's ja doch nicht so heil nach Hause. Kommt drauf an. Ich hoffe ja, ich krieg bald meine Kanone oder sowas. Feuer! Oh, das ist doch noch richtig, wenn der Kreuzer schießt. Dann werde ich doch eigentlich schon fast die hier wegreißen. Das heißt, ich werde. Aber was der Kreuzer für eine Reichweite hat. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ein Feuer ist ausgebrochen. So und so. Da irgendwie, wie viel ich davon jetzt schon auf der Insel habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 habe ich schon. Dann kommen die zwei weg. So, wo ist jetzt hier ein Feuer? Oh, da ist ein Feuer. Das ist nicht so gut. Feuerwehr! Der Kreuz hat einmal geschossen, ist so eine Fregatte zu, naja, sagen wir ein Viertel weg. Oh. Das Ding macht so mördermäßig viel Schaden. Aber bei mir ist es haben wir alles auf, ihnen zu verdanken. Okay, das heißt, ich brauche hier schon mal mindestens 10 Obrero-Häuser. Und dann. Ja, so 10, also das wird viel. Das wird. Warte mal so. Das passt sogar ganz gut. Jetzt haben wir schon mal 8 Häuser, das heißt, das geht auch schon mal hoch.
Warum hatte ich jetzt hier so ein Ding hingesetzt? Habe ich hier keinen Zucker mehr? Oder? Nee, das ist so voll. Oder fehlt hier noch irgendwas anderes? Hier irgendwie Weizen? Nee, Weizen fehlt nicht. Ach, ich reiße es einfach weg. Weg. So, jetzt heißt es erst einmal warten, bis hier neue Leute eingezogen sind. Und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit werde ich hier dann auch noch neue Produktionsgebäude bauen müssen. Weil mehr Leute heißt ja mehr Verbrauch. Aber das werde ich dann alles sehen. So, was machen wir denn so lang? Ich kann ja noch mal nach in Besa gucken in der Zeit. Alles bereit. Und dann kann das Schiff mal dahin fahren, weil da müssen wir ja auch noch ein paar Sachen erledigen, wenn wir die Gelehrten haben wollen. Ja, an den Besa bin ich auch momentan am Arbeiten. Und die Sonne glitzert im frischen Bach. Die Hirten hatten alles. Ein Brief von meinem Sohn. Schon. Das hat ja keine 2 Wochen gedauert. So, die wollen ja dann hier noch Keramik. Die Flammen wurden gelöscht. So, da brauche ich Indigo. Und Indigo habe ich hier nicht. Dafür brauche ich eine komplett neue Insel. Da hatte ich aber, glaube ich, schon eine Idee. Ich glaube, ich wollte die Insel hier haben. Welche genau die gleichen Abbau oder Fruchtbarkeiten hat. Außer, dass ich da halt kein Teff habe, sondern Indigo. Und den Rest wollte ich mir dann über eine andere Insel holen. Es gab hier, glaube ich, noch eine. Ich glaube, die wollte ich noch haben. So, Fabi, wenn du möchtest, kannst du in der neuen Welt deine Schiffe bei Espinoco reparieren lassen im Hafen. Dort steht nun ein Reparaturkran. Ah, na, ich habe bei mir auch einen. Achso. Dort werden auch gerade hervorragende Mechaniker ausgebildet. Oh. Erwarten neue Horizonte. Klingt schon mal gut. Ja, und deine Schiffe werden im Schutz von 4 Geschützstellungen. Okay, die muss ich erst aufbauen, aber das werden sie dann. Wie lange brauchen so ein Ding hier, bis das gebaut ist? 15 Minuten. Wie viele Dinger brauchte das? 450 Obreros, eieiei. Ja, dann baue ich jetzt hier einfach nochmal ein paar Häuser. So, dann habe ich 14 Häuser. Das sollte ja eigentlich reichen. Müssen halt dann bloß erstmal allein ziehen. So, Nähmaschinen, oh, das brauchte ich ja auch noch alles hier. Zigarren. Aber ich muss ja eh neue Obreros bauen, weil die brauche ich ja, um hier die Schokolade freizuschalten. Ja, da bin ich halt auch gerade noch in Schokolade. So, ich baue gerade mein erstes Luftschiff. Oh, sehr gut. Und ich habe gerade noch mal 2 Nähmaschinenfabriken gebaut, also will ich noch bauen. Ja.
So, ich, aber ich glaube, ich werde hier unten mal noch das, damit das mal hier ein bisschen anläuft. Bei mir Schiff kommt unter Beschuss. Ein Monitor in meinen Hafen. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Er schießt ihn. Mann. Piu, piu. Ja, klong. Da ist dein Kultur abgeprallt, zumindest klang so. Ja, mein Linienschiff kommt auch schon. Dauert halt aber ein bisschen, weil es gegen Wind fahren muss. Ja, bei mir schiebt sich gleich ein Koloss hinterm Berg vor. Ich guck gerade von deinem Hafen aus am Berg vorbei, also mit dem Monitor zusammen sozusagen. Oh. Setz dich lieber in den. Ja, okay, mein Schiff kommt nicht rechtzeitig an. Dann werde ich doch einfach das hier hin. Ich bin nicht sicher, ob dieser Kampf sich noch lohnt. Kann ich eh nicht bezahlen, Jean. Sie zaubern das einfach so aus dem Hut? Klar kann ich das aus dem Hut zaubern. Außerdem, Fabi, ich könnte von der Position, wo die Warspite gerade steht, könnte ich, wenn man die Karte ausgenordet hat, auf den, von rechts, den zweiten, die zweite Fischölfabrik schießen. Also, ich sehe dein, Dings, die Warspite, also ich sehe den Bereich, also du könntest von da aus auch deine Heliumbohranlage beschießen. Auf die alte Dame ist Verlass. So, was gab's denn hier Schönes? 17 Tonnen Gold. Segel setzen! So, dann gehe ich noch mal kurz in die alte Welt, weil da erwartet ja noch mein Tauchschiff. So, also meine Ave Maria hat jetzt auch einen 10% Schadensbonus auf Dampfschiffe. Oh. Aber die werde ich ja noch umbinden. Ja, Beute! Oh, eine Tara-Brosche habe ich bekommen. Und hochwertigen Schrott. Volldampf voraus. Jo. Das ist meine Industrieinsel, das sehe ich. Da. Wendemanöver! Wendemanöver! So, Schiff umbenannt. Neue Ziele. Was waren denn so typisch britische Kreuzernamen? Kreuzer? Also was man so einem Monitor geben kann. Belfast. Zum Beispiel Edinburgh oder ob was man Schreibbares. Belfast. Das habe ich jetzt schon. Ich brauche auch noch einen zweiten. Sheffield. Ja. Mit zwei F und IE. Je. Ja. Sheffield. Nein. Hier ist nochmal Itzgür. Die Antwort ist ein. Nein, war nicht mehr in der Zeit. Schade aber auch. Alles bereit. So. Luftschiff. Das Schiff unter Beschuss. 9,5 Minuten. Timo, noch 9,5 Minuten, dann kommt das erste bewaffnete Luftschiff. Und wir haben gerade einen Kampf. Warspite gegen Kurfürst. Der wird aber komisch geschrieben. Das ist nicht der Original-Kurfürst. Ja, das ist der aus dem Ersten Weltkrieg. Die Kanonen klingen auch irgendwie cool. Ja, mächtiger. Es mangelt an Arbeitskraft. Los, Warspite, machen weg. Nicht dem bleiben. Lass dich nicht parallel. Zoome mal ran. Was schießt du denn? HE oder AP? Ja, gegen den? Ja, HE. Weil AP würde nur durchfliegen. Ja, das macht nicht viel.
Da ist ja noch so kleine Geschütze, die können auch noch schießen. Ja, das ist die Flakbewaffnung. Ja. Nee, keine Ahnung. Oh, klong, 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 klong. Ja. Du hast es fast. Komm, letzte Salve. Nee, eine noch. Oh. Und der dritte Kanon putzt mich ab. Oh, schnell weg. Ja. So, hier ziehen immer noch Leute ein. Alte Welt. Weißt du, mein Schiff mittlerweile da? Nee, noch nicht. Nee, noch nicht. Gab rum. Wir helfen, wo wir können. So, die Schoner kann ich jetzt mal noch verkaufen. Das hier kann ich mal noch hier reinhauen. Welch höchst! Einsatzbereit! Oh, sagen. So. Hatte ich jetzt eigentlich noch einen Schoner im Dienst? Ich glaube schon. Oder? Nee, die hatte ich ja alle rausgenommen. Ich habe jetzt offiziell keine Schoner mehr. Frauen anhalten! Habe jetzt gerade alle drei verkauft. Oder beziehungsweise die letzten zwei habe ich verkauft. Ich wusste, dass diese Crew sie nicht hängen lässt. Oh, ein guter stählerner Rumpf habe ich bekommen. Aber den werde ich nicht auf dem Bergungsschiff haben. Nee. Den werde ich erstmal einlagern. Gar nicht. So, dann kann ich auch schon mal wieder ein paar Investoren ranholen. Dann steigt unser Plus dann noch weiter. Das Witzige ist, ich bekomme ja hier bei den Kämpfen immer mal rum. Ja. Aber meine Insel ist halt voll mit rum. Kannst du kein Dings mehr. Ich könnte den dann höchstens in die alte Welt ab und zu mal transportieren für einen kleinen Bonus. Na, hast du da nicht schon rum? Das ist halt wieder die andere Sache. Dort importiere ich das halt. Nee, wo habe ich nie den rum her? Ach nee, das sind nur die, die hier versorgt werden, ne? Ja, okay. Okay, hier brauche ich dann auch noch mal Fenster und Stahlbeton, weil ich will ja hier auch, also ich zapfe auf meiner aktuellen, in der neuen Welt, auf der Hauptinsel, will ich dann nur das Öl anzapfen für die Traktoren dann. Ja. Schiff unter Beschuss. Warte mal, das Ding produzierte doch alle 15 Sekunden oder so. Warte mal, da muss ich jetzt mal gucken. Ja, alle 15 Sekunden. Das sind dann. Ich hab den Dampfdruck wieder bekommen. Das sind dann nicht. Das wären dann. Alle. Was? Ich hab eine Dampfmaschine bekommen, die produziert Elektrizität für alle Produktionsgebäude. Oh, nicht schlecht. Ja, und das durch ein Foto von der Uni. Das heißt, der Tankhof kann 20 Plantagen bewirtschaften. Weil so ein Düngerwerk produziert ja alle 30 Sekunden, heißt 0,5. Und so ein Düngersilo braucht ja alle 5 Minuten was. Ja. Heißt ja dann 10, so 15. Das ist ja dann doppelt so schnell, so ein Tankhof. Also wären es ja dann 20. Ah, da habe ich sogar Kanonen bekommen. Das heißt, ich kann hier meine Verteidigung jetzt endlich ausbauen. Dann werde ich hier einfach noch mal eine Ladung Fenster und eine Ladung Stahlbeton ranholen. Auf Ihren Befehl. Und dann kann ich
hier dann auch die Traktoren endlich machen. Und dann kann ich hier noch mehr Felder wegreißen. Zumindest was jetzt für die Hacienda ist. Den ganzen Rest hier, da werde ich dann auf jeden Fall auch die Traktoren dann einsetzen. Schon allein auch bei den Maisfeldern. Weil ich habe hier, wie viele Maisfelder habe ich denn hier? Das sind nur einige. Ich habe hier 8 Maisfelder gerade. Das heißt, ich kann die Produktivität dann, wenn das dann um 200% gesteigert wird, das heißt, ich brauche dann bloß noch 3 Maisfelder und das wäre dann schon 1 zu viel. Nee. Und dann produziert das ja auch noch, ich glaube, alle 3 Ticks, also ein Drittel ein extra Mais oder halt allgemein eine extra Ressource von diesem Hof. Also das ist auf jeden Fall mega. Es stimmt. Ich dachte gerade, der Bug ist echt ein Piratenschiff bei mir in den Hafen zu fahren. Aber es war nur ein Handelsschiff. Ja, wenn du mal guckst, was da bei mir im Hafen steht. Fährst du wieder dahin, warte. Ich will den Piraten sehen, der da reinfährt. Mir fehlen dort auch nur noch 10 Steine, dann brauche ich den letzten Geschützturm. Also. Der Hafen ist auf jeden Fall befestigt. Ja, aber die Schiffe stehen dort halt nur zur Reparatur. Das ist halt eine Flotte. Und die schicke ich da halt immer hin zurück, wenn die ein paar Schiffe weggeballert haben. Noch 1:20. Ui. Ich weiß nicht, sieht man da was auf der Insel dann? Also während der das jetzt baut, ne? Also doch, man sieht im Hangar, dass da halt ein Luftschiff gebaut wird. Ja, was halt im Boden drin hängt. Hey. Da muss ich jetzt mal gucken. Ja, die Textur hängt halt einfach so halb im Boden drin. Ey, jetzt könnte man sagen, das ist nur halb aufgepustet und liegt halt unten auf. Und da ist gerade ein Typ rausgelaufen. Warte mal, ich kann ja mal. Wie war das? Steuerung, Shift und R. Ui. Guck, machen wir mal eine Nahbesichtigung. Kann ich hier rein? Ah, nee. Hast du jetzt den Rundumblick? Schön, dich zu sehen, Onkel. Aber ja, die Textur hängt halt im Boden drin. Ja. Oh lol, hier hängen Zettel an der Wand, wo halt unter anderem auch Baupläne von einem Luftschiff ist. Und da ist ein wahrscheinlich Zeitungsausschnitt. Vom Stapel gelaufen. Und das ist fertig. Und auf diesem Bild ist ein Zeppelin, der in die Luft fliegt. Also der explodiert. Eventuell ist das eine Anspielung an den Hindenburg-Unfall. Ja. Und ich muss sagen, da ist ein ordentlicher Geschützturm oben drauf auf dem Zeppelin. Wo ist er denn? Da. Höhe stabil. Höhe stabil. Aber damit kann ich jetzt wahrscheinlich nicht Schiffe angreifen. Schätze ich jetzt mal. Die Kanone ist ein bisschen weit oben dafür. Es ist die Frau Holle, die ich habe. Dann sollte das ein Minenleger werden, weil Frau Holle hat das schneien lassen und die Minen sehen ja so ein bisschen schneeflockenmäßig aus. So. Na, entweder Minen oder Bomben. Ja, aber ich würde dann, wenn dann diese Seeminen nehmen, diese typischen mit den Stacheln nach außen, diese Magnetzünder, weil das sieht ja eher aus wie Schnee. Ja, na, das sind halt nicht diese kugelförmigen, sondern die sind so ein bisschen stangenförmig. Aber der Kopf oben ist halt mit diesen Stacheln. Ja. Was brauche ich denn? Da brauchte ich. Also, ich brauche auf jeden Fall Stahl und Dynamit dann. Das heißt, ich muss Dynamit produzieren. Und Kupfererz brauche ich.
Warum hast du eigentlich bei deinen Kautschukplantagen da so einen Bereich freigelassen? Erledigen doch deine Machinas die ganze Zeit. Weil da kommen dann noch die Traktorhöfe hin. Ah. Okay. Geben Sie uns einen Kurs. Ja, das heißt, ich habe jetzt ein Luftschiff, was halt aber jetzt, naja, halt für Schiffangriff jetzt aktuell noch sinnlos ist, aber das ändert sich ja. Es sei denn, der Pirat baut dann auch irgendwie Luftschiffe, aber das bezweifle ich irgendwie. Ja, da muss ich mir halt solche Abwurfdinger noch bauen. Was wir jetzt aber erstmal noch machen werden, ist die Folge beenden. Sind wir da? Ja, leider. Ja, mit dieser neuen technischen Errungenschaft verabschieden wir uns dann aus dieser Folge. Wir bedanken uns dann auch natürlich wieder einmal fürs Zusehen. Hoffen, es hat euch gefallen. Und lasst doch dann auch gerne auch einen Daumen nach oben oder ein Abo da, wenn ihr das wollt. Und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.